Wenn Van, dann richtig. Jetzt Testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. Fünfmal in und um München. Just drive. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Und Sie werden ihn längst erkannt haben, neben mir Gerhard Schmidt-Thiel. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, Herr Schmidt-Thiel. Ich freue mich, dabei zu sein und was zu erzählen, und zwar all das, was Sie mich fragen. Ja, wir stehen nämlich hier auf dem, was Sie natürlich bestens kennen, nämlich auf den Brettern, die die Welt bedeuten, nicht? Also bestens kennen, ich bin ja kein Schauspieler, sondern nur mal so in kleinen Nebenrollen, aber ich liebe das Schauspiel und ganz besonders das hier, Metropoltheater in München-Freimann, ein Traumtheater. Ja, kennen gar nicht viele, also nicht so viele, wie es eigentlich kennen müssen. Versuchen Sie mal, Karten zu kriegen. Ja, das ist schwer. Also aber es ist toll. Ja, wunderbar, ja, wirklich. Ja, ja. Der Jochen Schölch hat das vor 15 Jahren aus einem alten Kino entwickelt und gebaut. Jetzt gerade einen Anbau gemacht vorne im Foyer, wo dann auch teilweise gespielt wird. Und das ist kein Theaterexperiment, sondern das ist einfach so Theater, wie ich es liebe, wie ich es kenne. Ich bin verrückt nach der deutschen Sprache. Das hat mein ganzes Leben bestimmt, etwas auch meinen Beruf. Ja. Und hier wird dieser Sprache gefrönt. Hier wird sie noch gesprochen. In Freimann, im Metropoltheater. Genau, das muss man, Floriansmühlstraße. In der Floriansmühlstraße. Genau, also diese Liebe zur Sprache, die hat Sie wahrscheinlich auch in den Beruf gebracht, in dem Sie jahrzehntelang unterwegs waren und auch noch sind natürlich. Wir müssen da mal ein bisschen vorne anfangen, denn der eine oder andere Zuschauer wird auch die eine oder andere Sendung kennen, die Sie betreut haben. Nämlich zum Beispiel, Was bin ich? Das ist eine irre Sendung, die auch vor kurzem noch mal aufleben sollte, es aber nie wieder geschafft hat. Das war die Sendung, wo einer ins Studio kam und vier Ratende seinen Beruf raten mussten. Und für jede falsche Frage gab es 5 Mark. Falsche Antwort. Für jede falsche Antwort, ja, genau. Falsche Antwort gab es also 5 Mark. Wenn das nicht stimmte, was die sagten, gab es 5 Mark in das berühmte Schweindal. Und es gab noch, ganz, ganz wichtig, der Gast musste eine typische Handbewegung machen. Und daraus sind wunderbare Geschichten entstanden damals. Ich meine, Sie sind ja auch in einer Zeit im Fernsehgeschäft sozusagen, wenn ich es mal etwas locker ausdrücken darf, aufgeblüht, als es diese 3 Kanäle in Deutschland gab und es so vom Konkurrenzverhalten eben nicht so ein großes Angebot gab wie heute. Wie bewerten Sie denn das Fernsehen heute im Vergleich zu den 70er Jahren, 60er Jahren? Also das Fernsehen ist heute selbstverständlicher geworden. Ich weiß, als ich die Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz, wo wir ja zum ersten Mal, wie Sie vielleicht von Ihren Großeltern erfahren haben, Weltmeister waren, sehen durfte, da musste ich zu einem Bekannten meines Vaters, der war Rechtsanwalt in Hamm in Westfalen, und der hatte schon einen Fernseher Anfang der 50er Jahre. Und es war was ganz Besonderes, dass man das durfte. Wir haben erst in den 60er Jahren einen Fernseher bekommen. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Und Fernsehen ist auch durch Zufall mein Berufsfeld oder wie auch immer Sie das nennen wollen, geworden. Ich bin eigentlich Jurist. Weil wenn man in Hamm in Westfalen geboren ist, dann wird man entweder das, was der Vater war, der war Apotheker, und die Apotheker hatte Gott sei Dank meine Schwester übernommen. Und Hamm hatte das größte Oberlandesgericht Deutschlands. Und unter dem Schatten dieses Gerichts bin ich groß geworden. Und dann wurde man Jurist. Ich meine, das hat noch andere Gründe. Und dann sind Sie in dieses unseriöse Fernsehgeschäft eingestiegen? Ich habe nach dem Staatsexamen, ich habe mir gesagt, das ist nicht dein Leben. Du kannst nicht das ganze Leben nur mit irgendwelchen Problemen, mit dem die Menschen selbst nicht fertig geworden sind, denen helfen dabei. Und ich war verheiratet, zum ersten Mal in meiner ersten Ehe war ich mit einer Lehrerin verheiratet. Und was mich genervt hat, es gab für Kinder überhaupt auf dem journalistischen Bereich nichts. Es gab eine Zeitung, ohne dass ich jetzt Reklame für die machen will, es gab die Bravo. Und es war alles. Selbst die Kleinen am Wochenende hin und wieder mal in der Süddeutschen oder in der Rundschau oder wo auch immer, gab es so Kinderseiten oder eine halbe Seite. Das reduzierte sich aber auch von Mal zu Mal. Nichts war. Und dann sagte mir
ein lieber Freund und Kollege, ja, wenn du für Kinder was machen willst, dann geh doch mal zum Rundfunk oder zum Fernsehen. Die haben eigene Redaktionen für Kinderprogramme. Aber das ist natürlich auch ein riesiger Schritt, Jurist und Kinderprogramm, das eine sehr seriös, das andere eher so, naja, das macht mal die Mutter für die Kinder. Und dass Sie da sozusagen auch als Mann in dieses Thema eingestiegen sind, war ja zu der damaligen Zeit jetzt nicht unbedingt Usus. Nicht unbedingt Usus, aber ich sage Ihnen eins, ich habe mit voller Begeisterung beim Hessischen Rundfunk angefangen und habe mit voller Begeisterung ein paar Jahre lang die Augsburger Puppenkiste betreut. Ich sage Ihnen, das ist, da kann man Jurist sein, wie man will. Da lebt man auf, da ist man glücklich. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, das sind Sachen, die sind einfach herrlich. Ich habe dann mitgesprochen, ich habe die Erdmenschen, tief unter der Erde, da ist es schön, mitgesungen. Ich sage Ihnen, da hätte ich als Jurist diese Freude nie an meinem Beruf gehabt. Würde ja heute überhaupt nicht mehr funktionieren im Fernsehen, nicht? Dass da einer von oben Puppen führt und das im Fernsehen gezeigt wird, nicht? Also man hat so das Gefühl, das ist, hat sich überlebt. Ich weiß nicht, ob sich die Augsburg-Puppenkiste und ob sich die Puppenkiste überhaupt überlebt hat. Ich glaube, wir Erwachsenen sehen dann das, was heute technisch möglich ist. Es ist ja unglaublich, was man alles herstellen kann an Bildern, an Tricks, an ich weiß nicht was. Aber ich muss Ihnen eines sagen, ich habe durch Zufall im November, Dezember vergangenen Jahres am Montagabend mal hineingeschaut in die ARD, da gab es eine Sendung über Pinguine. Und die hatten eine Pinguinkamera oder mehrere Pinguinkameras. Also direkt bei diesen Vögeln waren Kameras. Ich sage Ihnen, sowas von faszinierend. Da wurden keine großen Geschichten erzählt. Da wurde einfach nur das Leben von diesen Tieren. Mich hat's fasziniert. Dieses Ausrutschen auf dem Eis. Ich habe die Sendung auch gesehen. Es war richtig klasse. Es war wirklich so toll gemacht. Man war unmittelbar dabei. Und das ist ja eine der ganz, ganz großen Möglichkeiten des Fernsehens, etwas zu dokumentieren, jemanden dorthin zu bringen, wo man eigentlich gar nicht so schnell sein könnte. Aber durch das Fernsehen, plötzlich ist man da und kriegt es mit, authentischer. Würden Sie sagen, dass die Qualität nachgelassen hat? Das wird immer gesagt, die Qualität hat nachgelassen. Ich glaube nicht. Es ist ein so vielfältiges Angebot und da ist natürlich teilweise ein Schund dabei, dass es einem wirklich die wenigen Haare, die man noch hat, zu Berge stehen. Aber auf der anderen Seite gibt es so unglaublich fantastische Sachen, nicht nur diese Tierfilme, es gibt Dokumentationen, es gibt... Also ich bin nicht nur Theater, auch ein Opernfan. Und wenn ich dann eingeladen werde, abends in die Met zu kommen und nicht nach Mailand fahren muss, sondern mich zu Hause in mein schönes Wohnzimmer setze und mir dann Tosca oder ich weiß nicht was anschaue, ja, das ist faszinierend. Ich glaube auch, dass Sie da recht haben. Ich glaube, dass der Schund zugenommen hat. Ja. Aber insgesamt ist die Qualität auf jeden Fall da. Es gibt Qualität, absolut. Wenn ich suche, wenn ich wirklich bereit bin zu zappen und dann mich plötzlich fesseln lasse, wie mir das mit diesen Pinguinen passiert ist. Ja, dann hat man plötzlich meine Frau kam und sagt, was machst du denn? Schon saß sie daneben und wir haben uns drei Folgen von diesen Pinguinen angeschaut. Ja, war es wirklich gut gemacht. Ja, es war hervorragend gemacht und sowas Ungewöhnliches. Und dann natürlich auch mit den Tricks, was früher nicht möglich war, dass man fernbediente Kameras hatte. In ausgestopften Pinguinen waren dann Kameras oder in irgendwelchen Eiern waren Kameras. Ja, irre. Jeder Mensch hätte da gestört, hätte keine Chance gehabt, diese Bilder zu machen. Und das ist natürlich heute mit Fernsteuerung und so ganz, ganz anders möglich als früher. Also es gibt ganz fantastisches Fernsehen. Herr Schmidt-Thiel, die Art und Weise, wie Sie sprechen, die hat etwas Mitnehmendes. Sie faszinieren, man hört Ihnen zu. Seit wann wussten Sie, dass Sie das können? Wo haben Sie die Erfahrung gesammelt und gemerkt, Mensch, Gerhard, da ist was, was du besser kannst als andere? Also das ist ein eigenartiger Weg. Ich muss Ihnen eines sagen, ich habe in der Quinta zum ersten Mal Theater gespielt. Da war ich der Landrat neunmal schlau. Das ist die siebte Klasse. Ja, ich bin der Landrat neunmal schlau und spreche jetzt vom Straßenbau. Es war so horrend schlecht. Die Stimme hat gezittert und ich habe, glaube ich, auch dann irgendwann geweint. Und dann sollte ich hinterher
in der Kirche bei einem Krippenspiel der ungläubige Hirte sein. Den Text weiß ich jetzt noch. Ja, wenn ihr meint und glaubt, was mir rätselhaft scheint, dann geht. Ich bleib bei den Schafen und werde die Nacht überschlafen. Ich bin an dem Tag nicht in die Kirche gegangen. Ich habe es ausfallen lassen. Ich habe mich krank gemeldet. Ich hatte solches Lampenfieber. Ich konnte es nicht. Und habe ich gesagt, das darf nicht wahr sein. Ich habe dann angefangen, Theater zu sehen und mich daran zu erfreuen. Und dann fing irgendwann auch die Liebe zu dieser Sprache, zu dieser deutschen Sprache an. Und dann habe ich Gedichte gelernt. Und dann habe ich Nachhilfestunde in Deutsch gegeben. Also als ich schon in der 9. oder 10. Klasse war, Schüler, die ins Gymnasium kamen. Und die hatten auch Probleme, so wie ich sie früher hatte, mit dem Reden, am Stück reden. Und dann habe ich gesagt, Gedichte lernen. Gedichte lernen, da musst du nur dich erinnern, aber nicht selbst denken. Und ich weiß nur, ein kleiner Zahnarztbub, die Mutter rief mich an nach 14 Tagen und 3 Wochen. Sagte, Herr Schmidt, Thiel, damals hieß ich nur Schmidt. Es war unglaublich. Am Sonntag hat unser Kleiner uns in den Garten zitiert und oben auf dem Balkon gestanden, über die Brüstung geschaut und hat, ich stand auf meines Daches Sinnen und schaute mit vergnügten Hinnen, Sinnen auf das beherrschte Samos hin. Der hat den ganzen Ring des Polykrates von da oben deklamiert. Die Mutter hat gesagt, der hat noch nie so lange am Stück gesprochen. Und das war für mich, nicht jetzt der Junge, sondern bei mir, das Gedichte lernen, das Gedichte aufsagen. Das war der Knackpunkt. Es ist ja immer das eine, dass man in eine Kamera guckt und das ist ja mehr oder weniger etwas Totes. Und auf der anderen Seite, aber man muss sich ja vorstellen, dahinter sind eben Menschen, die sich das anschauen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt umdrehen, ist hier das Live-Publikum. Was hat Sie mehr fasziniert? Also mehr fasziniert hat mich schon das Live-Publikum, weil die Leute, die sehe ich ja nicht. Und von denen kriege ich auch keine direkten Reaktionen. Der Kuhlenkampf hat mir mal gesagt, mach dir ja keinen Sorgen und werd nervös, nur weil da vielleicht 5 Millionen Menschen zugucken. Es sind immer nur 2, vielleicht 2,5, wenn die Kinder dabei sind. Es sind nie 5 Millionen. Also denk immer an die 2 oder 2,5. Aber wenn ich ins Publikum schaue, und wenn ich die, dann merke ich doch die Reaktion. Ja. Da merke ich, bist du gut, fesselst du die oder nicht? Ich mache jetzt zum Beispiel Lesungen gerne noch. Mhm. Und da kriegst du das schon ganz genau mit, wenn es ganz ruhig wird plötzlich. Oder wenn der Lacher an der richtigen Stelle kommt. Das ist unheimlich schön. Das ist faszinierend. Und wie gehen Sie damit um, wenn der Lacher nicht kommt? Ich meine, das kann ja auch passieren. Dann überlege ich mir, während ich weiterlese, was hast du falsch gemacht? Was musst du anders machen? Was musst du besser machen? Pointierter vielleicht? Vielleicht lauter? Vielleicht anders betont? Und mit? Ich weiß nicht. Du musst versuchen, diese Menschen zu kriegen. Mhm. Aber also beim zweiten Gedicht spätestens habe ich es. Bin ich fest davon überzeugt. Aber dieses Ding, Moderator werden zu wollen, also vor einer Audience zu sprechen, vor Publikum zu sprechen, das ist ja der Wunsch von vielen. Also es gibt ja im Fernsehen viele Shows, wo dann der eine oder andere rausfliegt und der nächste kommt weiter. Was ist Ihr Tipp, was glauben Sie, ist am wichtigsten, was muss man als Werkzeug mitbringen, um eben, ich meine, Sie machen das seit 40 Jahren mindestens und haben damit den Erfolg gehabt. Also mein Tipp, sein Individuum und bleibt es. Und gerade vor der Kamera ist er das und bleibt er das. Aber ganz wichtig ist erstens, dass man zeigt, dass man das, was man tut, gerne tut. Das hat mir der Robert Lemke von Was bin ich beigebracht. Der hat gesagt, wenn du Was bin ich nicht magst, okay. Aber du musst es gerne produzieren, weil es gibt Millionen von Menschen, die mögen das. Und das ist dein Job jetzt. Also nicht für dich, sondern für die Leute. Wunderbar, wenn du es dann auch magst. Aber das merkt man als Zuschauer, glaube ich, sehr, wenn einer nicht voll dahinter steht, wenn er nicht die Freude und den Spaß mitbringt. Und dann, und das ist sehr schwer, dann darf man nicht anfangen, eitel zu werden. Wenn man eitel wird und denkt, ja, was ist denn meine Schokoladenseite? Die oder die? Unsinn. Unsinn. Durchschauen und an diese 3,5 oder 2,5 oder 2 oder den einen denken, der mir zuschaut, der seine Zeit mir schenkt. Ja, dem muss ich doch was Gutes tun.
Aber nicht an sich selbst denken. Ja, aber Sie haben ja mit vielen zusammengearbeitet, auch viele, Sie hatten ja eine Interviewsendung, wo Sie sich speziell auf Schauspieler und Ja, ich habe mich da auf Leute konzentriert oder nur Leute eingeladen, deren berufliches Leben sich zu einem Teil vor einer Kamera abgespielt hat, weil ich diese Konserven brauchte. Die habe ich eingespielt. Das war bei Filmschauspielern, das war bei Theaterleuten, das eigentlich war bei Fernsehleuten. Eine schöne Idee. Sie hatten hinter sich eine große Leinwand, wo Sie dann drauf projiziert haben, den Film, in dem dieser Mensch gespielt hat. Und dann über diese Rollen haben wir gesprochen. Ich weiß, mein erster Gast war Rudi Carrell damals. Und ich bin beim Rudi Carrell in Essen gewesen, habe ihn gefragt, ob er käme zu mir. Ich sagte, was machst du? Ich sage, ich mache ein Gespräch mit Ihnen. Und dann habe ich aus den alten Sendungen, die Sie gemacht waren, irgendwelche Pannen oder irgendwelche besonders lustigen oder gelungenen Stücke, die zeige ich dann. Ich sagte, Scheiße. Ich sage, wieso? Scheiße. Die Idee ist so gut, warum hatte ich die nicht? Aber er war mein erster Gast, hat sich gefreut. Ja, aber apropos Eitelkeit, ich meine, gerade in der Branche gibt es ja den einen oder anderen, der ein bisschen eitel sein könnte. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Ich habe versucht, mir bewusst zu machen, sei nicht eitel. Und es ist natürlich, wenn man beim Fernsehen arbeitet und vor der Kamera, dann wird man erkannt und dann... Es tut einem natürlich manchmal schon verdammt gut. Ne? Da gibt es auch sehr, sehr witzige Geschichten. Ich weiß noch, ich habe irgendwann in der U-Bahn gesessen und guckte mich eine Dame neben mir unverwandt an. Ich denke, ja, jetzt gleich kommt es. Aber es ist oft passiert, dass man mich verwechselt hat. Und dann kam es auf. Sagt, nein, Herr Stoiber, dass Sie mit der U-Bahn fahren. Ich sage, na ja, warum nicht? Haben das nicht aufgelöst. Das sind schöne Augenblicke. Das ist jetzt, ich sehe Sie jetzt in einem ganz anderen Licht. Aber ich habe da viele Leute gehabt, auch eine Frau, die ins Konzert ging, neben mir sagt, ich kenne Sie, ich kenne Sie. Ich weiß nur noch nicht genau, wer Sie sind. Ich kenne Sie, warten Sie. Dann kamen wir raus in der Pause und da sagt sie, ich wusste es doch. Schön, dass Sie hier sind, Herr Pleitgen. Das passiert. Aber wie sind Sie mit der Eitelkeit Ihrer Interviewpartner umgegangen? Dann fragt man manchmal eine Frage, wo man weiß, dass derjenige, der antworten soll, darüber nachdenken muss. Und dann hat er weniger Potenz, um eitel zu sein. Wenn man so Leute interviewt, dann ist ja immer die Frage, ab wann setzt Bloßstellen ein und ab wann ist die Nachfrage sozusagen noch gewünscht. Sind Sie in die Situation gekommen? Man kommt automatisch in solche Situationen. Und ich kann eine wunderschöne Geschichte erzählen, bloßstellen. Also ich habe nie gesagt, ich muss jetzt so einen Enthüllungsjournalismus betreiben. Ja. Unsinn. Mir war es so, ich habe Leute eingeladen, wo ich glaubte, dass sehr viele Menschen neugierig sind. Was ist das für einer? Mhm. Wie denkt der? Wie tickt der? Und das kann man in einem ganz normalen Gespräch machen. Ich muss ja nicht von Ihnen, ich weiß nicht, welche Geheimnisse wissen, ob Sie vielleicht mit Herrn Hoeneß gemeinsam ein Konto in der Schweiz hatten. Ich kann ja auch ganz andere Dinge fragen und plötzlich weiß ich, wer der Van Hoen ist. Weil er mir das erzählt hat, weil er mir erzählt hat, wie er mit seinen Kindern umgeht, was er mit denen macht, dass er hier ins Theater will und. Und ich muss, wie gesagt, nicht bloßstellen. Bloßstellen finde ich nicht gut. Allerdings hat man manchmal Fragen, die sich so aufdrängen. Und da muss man dann versuchen, einen Weg zu finden. Hilde Knef. Hildegard Knef, Sie werden sie noch kennen, von Ihnen viele wahrscheinlich nicht. Eine grandiose, wunderbare Schauspielerin. Sängerin auch. Und Sängerin und Autorin, x-mal geliftet. Und da habe ich sie angesprochen und habe gesagt, Frau Knef, Sie sind eine schöne Frau. Sie waren mal die Sünderin. Das war ein Film, wo Sie für den Bruchteil einer Sekunde nackt zu sehen waren. Das hat Aufruhr gemacht in den 50er Jahren, ein Schwarz-Weiß-Film. Und wir sind dann natürlich alle rein und wollten das sehen und waren enttäuscht, weil das so schnell vorbeiging. Und jetzt lassen Sie sich liften. Ist das so schwierig, älter zu werden und dann nicht mehr so schön wie früher? Ich sagte, ach... Schön, wissen Sie, es ist so, es gehört irgendwie dazu und dann macht man's. Aber ich sage Ihnen eines, ich brauche immer 2 Jahre, bis ich mein Gesicht wieder eingeweint habe. Ist das nicht schön? Sehr schön. Sehr schön. Aber von Ihnen auch eine ziemlich mutige Frage. Ja, die war mutig, aber ich wusste, ich verstand mich mit der Hilde Knef wirklich sehr, sehr gut. Und dann waren wir fertig
mit dem Gespräch, hatten wir einen Sessel gegenüber uns gesessen, wir waren fertig. Und dann kommt die Frau Knef, was ich angenehm fand, sehr nah zu mir, ja, nimmt mich in den Arm und macht so. Ich sage, was ist jetzt denn los? Sagt sie, ich wollte nur mal hinter Ihren Ohren gucken. Da hätte ich gesehen, wenn Sie geliftet wären. Aber Sie sind es nicht. Ist das schön? Sehr schön, sehr schön. Nein, die war sehr offen und so eine richtige Berliner Schnauze, ja, ja, einfach. Ja. Ja. Also da muss man dann, die hat auch permanent geredet. Ich habe sie unterbrochen. Und dann hat sie unterbrechen. Ich sage, genau, Frau Knef, ich unterbreche Sie. Man hat mir gesagt, wenn du die Knef nicht unterbrichst, kommst du nie zu Wort. Und ich habe noch ein paar Fragen. Also, aber man kann ja doch ein bisschen frech, aber trotzdem höflich bleiben. Absolut, absolut. An dieser Stelle müssen wir eine kurze Unterbrechung machen. Ich würde danach gerne mit Ihnen darüber sprechen, was Sie so alles für München auch getan haben. Gerne. Menschen in München mit Jörg van Hoofen. Herr Schmidt-Thiel, ich habe Sie dabei zwar noch nie beobachten können, aber ich kann es mir jetzt nach unserem Gespräch ganz besonders gut vorstellen. Sie machen ja auch Versteigerungen, nicht? Für einen guten Zweck. Was ist wichtig, um Leute zu animieren, für Produkte Geld auszugeben, die sie vielleicht gar nicht brauchen, aber möglichst viel Geld auf den Tisch zu legen? Man muss in seine Stimmung das Publikum versetzen, so ein Wettbewerb, so ein Wettkampf. Aha. Und das ist wichtig. Ja, jetzt der hat so viel, ich setze noch einen drauf. Also dem zeige ich es jetzt. Man muss die Leute versuchen, davon abzubringen, was da eigentlich ersteigert wird. Sondern man muss sie dahin bringen. Natürlich, die sind gekommen, weil sie was Gutes tun wollen. Aber dann Wettkampf. Was? Der Meier? 500 Euro? 600? Und so. Also einfach sie ablenken, mhm, auf die Sache fokussieren. Man kann mit Versteigerung ungeheuer viel Geld verlangen. Ich habe damals, als die drei Tenöre in München waren, da habe ich das für den BR mitproduziert und habe das Ganze auch auf den Odeonsplatz, aber da kommen wir vielleicht nachher noch, ja, übertragen. Und bei der Pressekonferenz habe ich einen Fußball mitgenommen, denn die war im Olympiastadion. Und habe gesagt, die drei kicken gerne, ne? Ja. Besonders Pavarotti und Domingo. Habe einen Fußball genommen, habe gesagt, hier, das ist der goldene Rasen. Hier sind schon Fußball-Weltmeisterschaften, hier ist Olympia passiert und. Und dann haben die gekickt und die Fotografen waren natürlich happy, dass sie vernünftige Bilder kriegten. Nicht nur da von der Pressekonferenz, sondern die kicken dann. Und dann habe ich den Ball genommen und gesagt, die unterschreibt mal alle. Die haben alle unterschrieben. Der Ball ist dieses Jahr, nein, voriges Jahr, für das Piratencamp, für die krebskranken Kinder versteigert worden. 10.000 Euro. Das ist natürlich eine tolle Idee. Ist doch ein Traum. Ja, aber da merkt man natürlich auch, dass Sie ein Medienprofi sind, dass Sie sozusagen etwas inszenieren vor den Fotografen, wo Sie dann wissen, das kommt, das ist was wert. Wofür haben Sie diese Versteigerung gemacht? Also was waren da so Unterschiede? Die Anlässe? Ich habe also sehr viele Versteigerungen für UNICEF gemacht. Das waren diese berühmten Christbaumkugeln, die ich versteigert habe. Ich habe bekannten Menschen Christbaumkugeln gegeben und gesagt, bemalt die mal. Und dann haben die das auch getan. Und da waren wirklich, jetzt komme ich schon wieder auf einen Namen, ich weiß gar nicht, warum ich für den permanent Reklame mache hier, aber trotzdem, die Geschichte ist so schön, weil am nächsten Tag große Überschrift, sie erinnern sich noch an Maske, den Boxer. Ja, natürlich. Ja? Und am nächsten Tag groß in der AZ oder in welcher Titelseite, Stoiber schlägt Maske. Stoibers Kugel hatte 7.000 Euro gebracht, die von Maske 6.800. Ja, es war doch eine Überschrift. Ist doch schön, sowas. Wo Sie jetzt gerade den Ministerpräsidenten AD schon zweimal erwähnt haben, inwieweit spielt Politik in das, was Sie tun, eine Rolle? Das spielt natürlich, wenn man beim Bayerischen Rundfunk, ich war ja 10 Jahre beim Bayerischen, 10 Jahre beim Hessischen und dann 10 Jahre beim Bayerischen Rundfunk, fest angestellt. Und da spielt, wie Sie wissen, schon Politik eine Rolle. In meiner Zeit, und ich war nicht ganz unschuldig daran, war die Zeit, wo der Scheibenwischer abgeschaltet wurde, weil Dieter Hildebrand kurz vorher bei mir in einer Sendung aufgetreten war, Alles oder Nichts, Kabarett hieß sie, und da hat er
eins seiner berühmten Solos gebracht. Und in diesem Solo hat er gesagt, unter anderem, Waldheim, der Waldheim war nicht in der SR. Nein, sein Pferd war drin. Und das war zu einer Zeit, wo in Österreich Wahlkampf war. Und er durfte natürlich eigentlich solche politischen Äußerungen. Und es hat einen Aufruhr gegeben. Ich war auf dem Schiff nach Griechenland, auf irgendeiner Insel. War live die Sendung, ne? Die Sendung war live, ja. Und es hat einen wahnsinnigen Aufruhr gegeben und ist ja wurscht. Nur Politik spielt eine gewaltige Rolle. Als ich vom Hessischen Rundfunk zum Bayerischen Rundfunk kam, hatte ich ein Gespräch mit dem Fernsehdirektor und er fragte mich, welche Zeitungen lesen Sie? Da habe ich gesagt, warum ist das relevant für das, was ich hier tue? Ich sagte, ja, ich möchte gerne denken, wissen, wie Sie denken und wovon Sie sich informieren, wodurch Sie sich informieren. Ich sagte, ich kann Ihnen versprechen, ich lese keine Pornos und ich lese, soweit ich das verhindern kann, keine Schundliteratur. Aber ich lese das, was an Zeitungen auf dem deutschen Markt ist, gerne und intensiv und picke mir das raus, was ich haben möchte. Aber ich glaube nicht, dass das für meine Anstellung beim Bayerischen Rundfunk relevant ist. Da hat der Bayerische Rundfunk natürlich auch einen Weg seitdem hinter sich gelassen, wo das ist sowas von anders geworden. Anders geworden. Und wirklich glücklicherweise, nun kann man sagen, schön, was hat der gemacht? Der hat Unterhaltung gemacht, der Schmidt-Thiel. Ja, aber auch in der Unterhaltung. Ich habe bei Robert Lemke dann den Stern, den Journalisten gehabt, der ja ein sehr, sehr direkter und Umweltschutz war gerade. Henry Nann oder? Ja, das war der Chef. Nicht den Stern, den Journalisten. Der hat gesagt, ich komme nur, wenn nichts geschnitten wird von meinen. Und er hat gesagt, ich verspreche Ihnen, es wird nichts geschnitten. Das war also nicht live, sondern aufgezeichnet. Und wir haben dann zwei Sätze rausgeschnitten, habe ich hier mal angerufen und gesagt, ist zu lang geworden. Wir müssen kürzen. Also, ja. Kurz gesagt nur, natürlich auch und gerade in Unterhaltungssendungen muss man aufpassen, dass man dort mit einem sehr, sehr intensiven Medium umgeht, das die Leute schon sehr beeinflusst. Und da muss man aufpassen, dass man das nicht missbraucht für irgendeine Meinung, die man transportieren möchte. Das ist interessant, weil Sie natürlich in einer Zeit beim BR aktiv gewesen sind, wo das noch eine sehr viel größere Rolle gespielt hat. Heute hat ja zum Beispiel der Süß hat eine Sendung, die hätte man sich ja vor Ralf Zehner undenkbar gewesen. Ja, ja. Nicht? Also dieser Wochen insofern wunderbar. Da hat sich wahnsinnig viel getan. Wie ist es aber außerhalb des Fernsehens, wenn Sie sich München angucken? Sie haben ja eben auch gesagt, Sie haben auf dem Odeonsplatz Aktivitäten gehabt. Sie sind im Olympiastadion aufgetreten. Also es sind ja Großveranstaltungen gewesen, wo Sie kommuniziert haben. Sie mussten die Erlaubnis dafür bekommen. War das ein Problem oder wie hat sich das für Sie abgespielt? Odeonsplatz kann ich zwei Großereignisse nennen, also ein großes und ein kleines. Das große Ereignis war, als damals die drei Tenöre ihre große Welttournee begannen, die begannen sie hier in München, nachdem sie in Caracalla-Thermen in Italien diesen Wahnsinnserfolg hatten, hieß es, wir machen eine Welttournee. Und die startete in München im Olympiastadion. Ich war damals noch sehr nah beim BR und es hieß, kannst du da bitte mit Producer sein? Und ich sagte, ja, selbstverständlich, liebend gerne. Diese Geschichte wurde ja von der ARD mitproduziert, diese Tournee bzw. die Auftritte in Deutschland. Und deshalb durfte der BR das auch senden. Und es war innerhalb von, ich glaube, einem halben Tag oder was, waren die Tickets ausverkauft. Und da habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt sind da die Großkafferten, die Reichen oder die mit Beziehung. Und jetzt sind diese drei schon mal in München, da muss man was tun. Und dann habe ich, und das war ein steiniger Weg, gesagt, ich möchte dieses Konzert aus dem Olympiapark, aus dem Stadion, auf den Odeonsplatz übertragen, auf zwei riesige Leinwände und so weiter und so fort. Ich habe es geschafft. War das mühsam? Mühsam ist überhaupt kein Ausdruck. Ich habe versucht, das musste ja irgendwie finanziert werden. Ich hatte ja keine Firma, ich hatte nichts damals, nur diese Idee. Und ich habe nur gesagt, dieser Odeonsplatz, das ist der schönste Konzertsaal, den man sich nördlich der Alpen vorstellen kann. Und habe diesen Odeonsplatz zum ersten Mal in München zum Konzertsaal gemacht. Inzwischen ist das gang und gäbe. Ja. Aber damals, ich sage Ihnen, über 30.000 Menschen haben da bei leichtem Nieselregen gesessen
und es genossen. Und mir haben hinterher die Veranstalter sogar gesagt, bei mir war der Sound besser als im Olympiastadion. Das war eine wahnsinnige Arbeit. Ja. Und ich habe auch keine, also mit einem blauen Auge bin ich davon gekommen, auch finanziell. Aber eine andere Veranstaltung, die ich jedes Jahr, auch jetzt noch mache, am 10. Mai, das ist der Tag der Bücherverbrennung durch die Nazis, mache ich eine Lesung, 2 Stunden, am Odeonsplatz, wo aus Büchern, die verbrannt wurden, oder Autoren vorgelesen werden, deren Bücher verbrannt wurden, einfach zur Erinnerung, sowas darf nie wieder passieren, sowas darf nicht in Vergessenheit geraten. Das gibt es an vielen Stellen in Deutschland, an immer mehr Stellen, Gott sei Dank. Das ist nicht ja schon so lange her, jetzt schläft das ein. Im Gegenteil, in München gibt es zum Beispiel auch da, wo diese Bücher verbrannt wurden am Königsplatz. Da machte Herr Kastner immer einen großen Brandfleck dahin, wo diese Verbrennung stattfand. Ich habe es dann in Absprache mit dem Christian Ude in die Stadt hineingetragen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Stadt der Bewegung, wie München ja immer noch auch heißt in manchen Geschichtsbüchern, dass dort eben gegengesteuert wird, dass dort was passiert. Und deshalb sollte es in der Stadt sein. Und deshalb mache ich das auf dem Odeonsplatz, nicht als Konkurrenzveranstaltung. Ist ja dämlich. Wäre schön, wenn an jeder Ecke so eine Lesung stattfinden würde. Und das mache ich nach wie vor am 10. Mai mittags zwischen 12 und 2 eine Lesung dort am Odeonsplatz. Wie fühlen Sie sich eigentlich in München? Ich meine, Sie sind ja auch ein Zugereister. Sie kommen ja aus Nordrhein-Westfalen. Fühlen Sie sich als Münchner? Kann man das überhaupt? Also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich fühle mich als Münchner. Ich bin ja Preuße und rede ja auch Preußisch und, oder Hochdeutsch oder wie auch immer. Aber es hat eine Zeit gedauert, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich habe in Berlin studiert und dann in Frankfurt mein Examen gemacht und dann beim Hessischen Rundfunk angefangen. Und dann kam ein Angebot vom BR, was man als junger Vater von 3 Kindern nicht ablehnen konnte. Und ich habe es auch nicht abgelehnt, beziehungsweise er hat noch nicht 3 Kinder, das dritte ist hier dann geboren. Also ich habe die Chance, dass einer meiner Nachkommen, wenn der Enkelkinder, wenn der Kinder kriegt und der Enkelkinder, dann, und die alle in München geboren sind, dann kann der vielleicht sagen, ich bin Münchner, 5. Generation oder so lange dauert das hier. Ja. Ich fühle mich inzwischen in München unglaublich wohl. Ich fühle mich hier wohl, weil es eine Stadt ist, die ein unglaubliches Angebot an Menschen und an kulturellen Dingen hat, an Theater, an Konzerten. Wir haben 3 Weltorchester und 3 Weltdirigenten immer hier zu Gang. Das ist doch unglaublich. Aber was gefällt Ihnen nicht an der Stadt? Ich meine, es gefällt mir, also es ist unglaublich schwer. Man sagt immer, ach, du gehst im Biergarten und schon hast du Freunde. Nein, Freunde in München zu bekommen, ist ganz, ganz schwierig. Woran liegt es? Ich weiß es nicht. Vielleicht, ich glaube nicht, dass daran liegt, dass ich Preuße bin, dass ich, und ich bin ja einer, der eigentlich gerne auf Menschen zugeht. Aber schön, bei mir zu Hause in Hamm, in Westfalen, habe ich einen größeren Freundeskreis als hier. Da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich mein Abi gemacht, da habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht. Das ist natürlich schon etwas, was abfärbt und was so einen Freundeskreis beeinflusst. In München, da muss man was für tun. Da muss man wirklich viel dafür tun, einen Freundeskreis zu haben. Wenn man ihn dann hat, ist es schön. Auf die Wiesen zu gehen, ist doch ein Schmarrn, wenn man alleine ist. Aber wenn man mit 8 oder 10 Leuten dahin geht, wenn man einen Tisch kriegt, dann ist es doch herrlich. Biergarten, genau dasselbe. Schön, Biergarten kann man auch alleine gehen, aber es ist ein bisschen Fahrt. Aber wenn man anruft abends und sagt, kommt ihr zum Abendessen, wir gehen in Aumeister oder wir gehen in Hirschgarten oder wir gehen in Hirschau oder was. Ist doch herrlich, ist doch wunderschön. Wie intensiv wollen Sie eigentlich noch arbeiten? Also ich meine, Sie kommen ja aus einer intensiven Arbeitsphase und wie würden Sie sich bezeichnen? Sind Sie im Ruhestand, sind Sie Rentner, sind Sie freiberuflich immer noch tätig? Oder wenn Sie jemand fragt, was ich machst bin du? Ich bin im Rentner, im Ruhestand, der freiberuflich immer noch etwas tätig ist. Es ist so, die Liebe zur deutschen Sprache, die mich ja geleitet hat, die mich ja auch dann geleitet hat, nach dem Staatsexamen zu wechseln und in den Journalismus zu gehen, für Kinder was zu tun, im sprachlichen Bereich. Diese Liebe zur Sprache ist ja geblieben, die ist ja gewachsen eher noch. Und der fröne ich.
indem ich Lesungen mache. Ich habe jetzt gerade in der Seidelvilla eine Lesung gemacht, die drei Münchner Dichter. Morgenstern, Kästner, Ringenatz. Mhm. Morgenstern ist hier geboren, Kästner ist hier, hat hier gelebt und ist gestorben. Und Ringenatz ist zum ersten Mal im Simplizismus auf einer Bühne gestanden und hat hier auch 10 Jahre gelebt. Und diese drei habe ich von denen Gedichte, von hier nur 20 Minuten ungefähr. Das ist so schön. Das ist ein Geschenk, dass man das darf. Sie haben natürlich auch dieses Stimmvolumen, was man braucht. Ne? Haben Sie da dran gearbeitet? Nee. Also so ein bisschen natürlich, wenn man sich dann hört, wenn man irgendwas im Fernsehen spricht, kommentiert oder so, dann sagt man, ach, da könntest du eigentlich so ein bisschen. Das ist schon, man achtet schon am Anfang darauf. Jetzt gar nicht mehr, sondern jetzt ist das. Und Sie haben das Sonorige, das Tiefe, also nicht dieses Fistelnde oder so, was andere dann vielleicht auch manchmal haben. Das hilft, ne? Das hilft natürlich, ja. Ich habe mal, ich war in der Olympiahalle und da war irgendwie eine Sendung, wo ich auch Producer war, also gar nicht moderiert habe, und da fiel der Strom aus. Und dann habe ich die Olympiahalle ohne Mikro und ohne Beschallung, habe ich den Menschen Bescheid gesagt. Ich habe mich allerdings erst in die Richtung gestellt und laut und deutlich gesagt, dass jetzt der Strom ausgefallen sei, man solle ruhig sitzen bleiben. So würde schon. Dann habe ich mich umgedreht. Das habe ich nicht geschafft, das ganze Oval ohne Mikro. Aber die haben es alle verstanden. Wir haben ja jetzt die Wahlen, die auf uns zukommen. Wie erleben Sie das? Also jetzt sozusagen die Kommunalwahlen. 20 Jahre haben wir einen Oberbürgermeister gehabt, der deutschlandweit bekannt ist. Jetzt kommt irgendwie eine Zäsur auf uns zu. Was glauben Sie, wie München diese Zäsur verarbeitet? Ich finde das sehr spannend. Ich finde das ausgesprochen spannend, wie München das, Sie sagen, verarbeitet. Das Bequeme, in Anführungsstrichen, ja, wir wählen den Udo, ist ja klar, wen sonst, ist weg. Es wird jetzt mehr nachgedacht. Und ich denke mal und finde es schön, nicht nur wegen des Kandidaten Dieter Reiter, dem ich wünsche, dass er Nachfolger von Udo wird, sondern weil ich es schon schlimm genug finde, dass der andere, der Seehofer, absolute Mehrheit hat und immer königlicher wird. Und ich fände es sehr schön, wenn es zumindest in der Großstadt in München einen Gegenpol dazu gäbe. Und es ist ja nun nicht so, dass Udo und Seehofer sich gefetzt hätten oder die Köpfe eingeschlagen haben. Im Gegenteil, die haben ja hervorragende gemeinsame Politik gemacht. Das kann man ja, das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist eine demokratische Partei, die CSU, genauso wie die SPD oder die Grünen oder wer. Also, ich hoffe, dass es eine gewisse Pluralität geben wird danach. Aber Sie haben vollkommen recht. Es wird spannend. An dem Abend um 18 Uhr sitze ich vor dem viel besprochenen Fernseher und schaue und schaue und schaue. Und bei München TV, denn wir werden das natürlich in aller Akribie verfolgen, was da passiert. Das ist ja wirklich spannend, weil wir rechnen eigentlich mit der Stichwahl, dass also dann der Josef Schmidt und Dieter Reiter gegeneinander dann antreten müssen, 2 Wochen später. Wird ja nochmal spannend. Wird zweimal spannend und wir haben unseren Zuschauern richtig was zu bieten. Was sind denn so jetzt also Ihre Ziele? Wo möchten Sie denn jetzt sozusagen noch hin? Also gibt es da was oder sagen Sie, ich fühle mich so wohl, wie es ist und Hauptsache bleibt es so noch lange? Also ich habe jetzt mein erstes Enkelkind und da hätte ich nicht, das ist jetzt fast ein Jahr alt, hätte ich nichts dagegen, wenn das nicht das Einzige bliebe, denn das Opa-Sein ist was Wunderbares. Und das Kind kann zwar noch nicht sprechen, wird es aber bald können, ich bin ganz sicher. Und beruflich natürlich habe ich keine großen Ziele mehr, wie sollte ich. Aber was ich wunderschön finde, habe ich ja gesagt, hin und wieder mal anderen Leuten etwas vorzulesen. Und ich überlege mir zum Beispiel, ob ich nicht irgendwann dazu übergehe, im Augenblick habe ich noch, Entschuldigung, wenn ich das sage, es klingt blöd, aber jetzt als Großvater sowieso nicht hinreichend Zeit dazu. Aber die werde ich ja mehr und mehr bekommen, denke ich doch mal. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich ins Altenheim gehe oder in eine
Station, in der Kinder, kranke Kinder liegen, wenn die Schwestern oder die Betreuer dort sagen, es wäre schön, wenn da einer vorlesen würde. Und wenn ich das mit meiner preußischen Stimme darf, das könnte ich mir vorstellen, dass ich das so zum Schluss meines beruflichen Lebens noch einmal etwas aktivieren. Aber man könnte sie auch aktivieren als Versteigerer, also wenn man eine wenn so der Zweck sinnvoll ist, für einen guten Zweck, ja. Sofort. Kann ich mir nämlich gut vorstellen, also dass Sie da auch so der richtige Antreiber sind und dann auch die nötigen Gelder sozusagen von den Anwesenden einfordern. Ja, wenn ihr mal irgendwie ein schönes Podium habt und viele Gäste habt und irgendwas versteigern wollt, melde ich mich sofort, bin ich da. Und wenn es für einen guten Zweck ist, kostet sich auch nichts. Ja, finde ich prima. Ja, lieber Herr Schmidt-Thiel, ich meine, das ist natürlich hochinteressant und man hat das Gefühl, dass man noch stundenlang mit Ihnen weiterreden könnte. Sie haben ein so spannendes Leben und so viele interessante Leute getroffen, dass es wirklich manchmal schade ist, dass so eine Sendung nur 41 Minuten dauert. Finde ich auch. Ich hätte Ihnen so gerne erzählt, dass in meiner Sendung aus Everding und Heinz Rühmann sich zum ersten Mal geduzt haben. Rühmann hat in meiner Sendung Everding das Du angeboten. Everding war sprachlos. Und allein einen sprachlosen Everding einmal zu erleben, ist was Grandioses. Ja. Mir ist es gelungen in der Sendung. Ihnen ist bestimmt noch viel, viel mehr gelungen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich, dass Sie uns so einen kleinen Einblick in Ihr Leben gestattet haben. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Wenn wählen, dann richtig. Jetzt Testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe, fünfmal in und um München. Just Drive.